Hallo. Hallo, kann man mich gut verstehen? Ja. Gut. Genau, wo soll vielleicht erstmal ein paar Worte zu uns. Wir sind Mercateo, ist Europas führende Beschaffungsplattform. Wir haben über 1 Million Geschäftskunden und 21 Millionen Artikel auf der Seite und mehr als 10.000 Hersteller. Was haben wir mit dem Thema zu tun? Wir bauen zurzeit unser Frontend um auf REST-basierte Angular-Applikationen. Und genau, hier stehen auch noch unsere E-Mail-Adressen drauf. Falls irgendwie Fragen im Nachhinein Ihnen einfallen, dann können Sie auch uns gerne schreiben. Wo soll die Reise hingehen? Als erstes gibt es eine kleine Einführung. Wir haben ein Beispiel, was sich durch den ganzen Vortrag zieht. Und danach gucken wir uns an, was es für Frameworks gibt am Server, die HateOS unterstützen und warum wir uns dafür entschieden haben, ein eigenes Plugin zu schreiben für Jersey. Erstmal vielleicht eine Frage, wer von Ihnen hat schon mal eine REST-Schnittstelle programmiert im Saal? Und war die und wer hat schon mal eine HateOS-konforme REST-Schnittstelle programmiert? Okay, also keiner. Also HateOS ist ausgesprochen, Hypermedia is Engine of the Application State, heißt, ist eigentlich ein integraler Bestandteil von REST, also schon in der Doktorarbeit von Feeling, war das Paradigma mit an REST gebunden. Und was heißt das übersetzt? Das heißt, die Zustandsübergänge am Client werden vom Server mitgeliefert und der Client kann auch nur diesen Zustandsübergängen folgen. Das geschieht in Form von Links, deswegen dieses Hypermedia. Und die Links haben dann Namen und eben genau diese Namen muss der Client nur kennen. Also er muss keine festen URLs mehr kennen, außer einer, natürlich irgendwo muss man beginnen, eine Einsprungs-URL. Und danach folgt er nur noch den Namen, die er natürlich wissen muss im Vornherein. Um das nochmal zu betonen, die Links sind auch dynamisch. Also wenn ich die Ressource als Administrator aufrufe, habe ich auf einmal mehr Links drin, als wenn ich die Ressource als Nicht-Administrator aufrufe. Das heißt, auf einmal habe ich einen Delete-Link, den ich folgen kann und auf der anderen Seite nicht. Also es ist nicht irgendwas Statisches, was ich immer mitliefere und der Client muss sich dann halt selber darum kümmern, ob das da irgendwie geht, sondern immer kommt genau der Zustandsübergang, der zurzeit in diese Situation passt, mit vom Server zurück. Und das sieht dann so aus, also nicht erschrecken, dazu gibt es dann noch eine Erklärung zu diesem Diagramm. Hier soll nur verdeutlicht werden, welches Wissen der Client hat. Ja, also er erkennt diese Einsprungs-URL und dann alles, was hier gelb gemalt ist, diese Namen, aber halt genau diese grauen Teile halt nicht. Dann übergebe ich mal an Andreas. Genau, wir wollten Ihnen in dem Vortrag so ein kleines Beispielprojekt näher bringen. Jetzt nicht wundern, Mercateo hat nichts, außer dass vielleicht Sachen verkauft werden, die was mit Wetter zu tun haben. Machen wir selber nichts mit Wetter. Unser Beispiel wird sich aber, weil das ein ganz allgemeines Beispiel ist, über Datenerfassung und Wetter eben sich damit beschäftigen. Und der Kollege aus dem Frontend hat mal so einen kleinen Vorschlag gemacht, wie sowas aussehen könnte. Also man sieht jetzt hier eben zwei Orte, Leipzig und Köthen, Standorte von Mercateo. Und da ist eben das entsprechende Wetter aufgezeichnet. Und auf dieser einfachen Seite haben Sie dann hier noch die Möglichkeit, eine weitere Wetterstation anzulegen und einen zusätzlichen Ort hinzuzufügen, zum Beispiel München in dem Fall. Also Wetterstation anlegen ist ein Teil, der praktisch möglich sein soll. Ein weiteres, was wir schon sehen, ist eben, dass man auch Wetterstationen auflisten möchte, das Wetter da auch anzeigen können sollte. Also man sieht jetzt hier eben die Wetterstationen, die da sind. Und man möchte natürlich auch die Wetterstation bearbeiten können. Das heißt, man möchte einmal vielleicht eine Wetterstation wieder entfernen können oder eben auch Wetterdaten, also neue Wetterdaten, die aktualisiert wurden, einreichen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, zum Beispiel hier so einen Bearbeiten-Knopf anzuzeigen, wo man eben auch, kann man ein bisschen schlecht lesen, aber hier unten steht Löschen. Also man könnte auch eine Wetterstation wieder rausnehmen oder eben bearbeiten. Das soll so mal die Grundspezifikation sein von dem Beispielprojekt, was sich jetzt durch den Vortrag ziehen wird. Hier nochmal zusammengefasst als Text, die ersten Zeile kennen wir von gerade schon. Zusätzlich soll eben noch eine Wetterinformation pro Station setzbar sein und die soll natürlich auch dementsprechend abfragbar sein.
und zwar abfragbar einmal, dass man das Wetter in der Nähe einer beliebigen Koordinate abfragen kann und da wird dann einfach eine Liste von Stationen zurückgegeben, die möglichst nah dran sind an dieser beliebigen Koordinate oder aber wenn Sie über den Namen der Wetterstation kommen, dann eben genau das Wetter in München abzufragen. Das Bild, was wir hier unten sehen, das hat Jörg ja gerade schon mal vorgestellt, das ist im Prinzip das Zustandsdiagramm von unserem Service. Das heißt, Sie haben hier eine Einstiegs-URL, da kommt man rein und dann hat man die Möglichkeit, man geht zu den Stations oder zur Abfrage. Und bei den Stations hat man die Möglichkeit, eine Station anzulegen oder man bekommt sowieso die Liste aller aktuell angemeldeten Stationen und bei den Stationen selber gibt es dann eben noch die verschiedenen Varianten, die man hier sieht. Werden wir dann später noch im Detail genauer sehen. Das nur mal so als kleiner Einstieg, damit Sie wissen, worum das, was in dem Projekt eigentlich, was da wirklich passiert. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was habe ich dadurch gewonnen, dass ich auf einmal Namen, also URLs durch Namen ersetze? Der Client muss ja eh irgendwas wissen, kann ich nicht gleich Namen dort, die URLs dort reinkodieren in den Client? Da gibt es so ein Zitat von Roy Fielding, der sagt, also dieses ganze Herangehen ist eben dafür gemacht, dass die Schnittstelle wirklich auf Jahrzehnte stabil bleibt. Und den meisten Entwicklern fällt es eben schwer, in solchen langen Zeitabständen zu denken, sondern es ist meist eher die Zeitabstände kürzer. Und wozu das führen kann, dazu habe ich eine kleine Geschichte vorbereitet. Es wird an jeder Stelle der Geschichte eben genau das gemacht, was gerade zu diesem Zeitpunkt am besten erscheint. Und die Geschichte soll sich auch so zugetragen haben, wir werden sehen. Der erste Schritt ist, schnell mal eine REST-Schnittstelle implementieren. Das heißt, man stellt irgendeinen Server hin, tut dort diese drei Ressourcen, die wir gerade gesehen haben, irgendwie programmieren und tut diese URLs in einen Beispiel-Client fest verankern, der dann auch irgendwie nicht Rechte prüft, weil am Anfang darf jeder alles und ist dann ziemlich schnell fertig. Der Client kennt aber schon eben alle Ressourcen mit der festen URL. Im zweiten Schritt geht man her und sagt, naja, dass jeder alles darf, ist vielleicht nicht so toll. Ich möchte eine Admin-Rolle haben. Ja, also ich möchte irgendeinen dedizierten Menschen haben oder Account, der darf eben nur die Station anlegen oder löschen und der Rest darf nur sehen. Kurze Hand hier so eine Permissions-Ressource hingelegt. Dort kann man halt abfragen, ob derjenige, der gerade eingeloggt ist, die Admin-Rolle hat. Und dass der Client erhält aber dann zusätzlich das Wissen zu den URLs noch das Wissen über die Nutzerrolle. Also was darf der Admin? Der muss eben sagen, ja, wenn der Admin ist, dann darf der halt löschen und darf der halt neu anlegen. Das ist aber ziemlich problematisch, wenn man jetzt nämlich die Anforderung hat, wie wir in dem ersten Screenshot gesehen haben, da waren an diesen Karten nicht überall Punkte oben dran. Das heißt, wenn man jetzt die Anforderung hat, naja, vielleicht darf ein Admin bloß noch die Stationen wieder löschen, die er auch gerade angelegt hat, weil die sich sonst ins Gehege kommen. Das heißt, man muss Rechte auf Instanzen einführen. Die sehen dann so aus, dass man hier halt unter die Stations-Ressource noch eine Permissions-Ressource legt. Das Problem ist jetzt bloß, man muss sowohl Client als auch Server eigentlich gleichzeitig ändern, was natürlich nicht geht, weil wir Clients haben, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Das heißt, an der Stelle hier, wenn wir jetzt die Permissions von da nach da ziehen wollen, haben wir einen API-Break, der nicht zu beheben ist. Also wir müssen sagen, liebe Clients, bitte updatet euer Rechte-Management, in einem Jahr stellen wir die API ab. Oder also und was Sie hier sehen, also wir haben ja eine Ressource, die halt einmal Stations ausliefert, wenn man jetzt eine riesengroße REST-API hat, mit zig Ressourcen und jede zieht bei so einer Änderung einen festen API-Break nach sich, dann ist man eigentlich nur noch beschäftigt mit Managen von Permissions und eigentlich nie mit dem, was man eigentlich machen will, nämlich sich irgendwie um Wetterstationen kümmern. Und ganz schlimm wird es jetzt, wenn man eben diesen Bildschirm, diesen Screenshot halt realisieren will, dass man, während man die Liste lädt, schon wissen will, ob jemand das löschen darf oder nicht.
Ja, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie 20 Stations, kann man natürlich jetzt 20 Mal hergehen und jede Station halt abfragen. Oder man bohrt den Payload dieser Ressource hier auf, um die Rechte, die an der Station möglich sind. Das heißt, man kippt eigentlich Rechte in das Business-Objekt, was man in der Hand hat. Das heißt, das ist dann ein Mischmasch zwischen dem, was man machen will und was man nicht machen will. Und man hat noch den Zusammenhang zwischen den Rechten und den URLs im Client. Das heißt, man hat eigentlich fast Head-URLs, ja, man hat auch irgendwelche Namen, die man speichern will, also diese Create-Rechte sind ja letztendlich den Namen äquivalent, und man hat die URLs gleichzeitig noch mit am Client. Das heißt, jetzt an der Stelle ist man an einer Situation, wenn sich irgendwas ändert, hat man immer ein API-Break. Man kann sich quasi nicht mehr vor- und zurück bewegen an der Stelle. Gucken wir uns mal die Head-ORS-API an der Stelle an. Die ist einmal so im ersten Schritt und bleibt so. Ja, also am Client tauschen wir die URLs gegen diese Namen aus. Und dann kann der Server sein Rechte-Management komplett umändern. Der Client fragt nur noch ab, ist der Link da? Dann ist quasi das Recht, die Ressource aufzurufen, da. Und wenn nicht, dann nicht. Und eine weitere explizite Prüfung, also das sind ganz, ganz einfache Prüfungen, die man macht, nicht Boilerplate-Code. Und das war's quasi, ne? Also wir haben einmal das gemacht, können alles damit machen, brauchen den Client nicht mehr anzufassen und können uns eigentlich darauf konzentrieren, eben das zu machen, was wir wollen, nämlich uns eigentlich mit Wetterstationen beschäftigen und nicht mehr mit Rechtemanagement. Okay, im nächsten Schritt war dann natürlich die Frage, wie setzt man sowas um? Also wie realisiert man die Übergabe von diesen Link-Informationen zusätzlich zu den eigentlichen Daten, die man übergeben möchte? Und wenn man da so ein bisschen im Internet recherchiert, sieht man da, dass es wirklich ein Zoo an Standardformaten gibt. Es gibt keinen einheitlichen Standard, es gibt ganz viele Vorschläge. Ich würde an der Stelle ein paar mal ein bisschen ansprechen. Die Liste ist noch beliebig lang, das werden wir dann noch genau sehen. Die eine Variante ist, die wir dann gewählt haben. Die, wie man hier schon sieht, hangelt sich so ein bisschen lang an dem JSON-Hyperschema, was auch ein Draft ist für einen Standard. Die hat eben, das ist praktisch ein Antwortobjekt, was man zurückgibt vom Service. Hier oben sieht man die eigentliche Payload, also man hat den Namen einer Station, die Koordinaten. Und dann gibt es hier so einen Unterbereich, unterstrich Schema. Und da findet man dann eben die verfügbaren Links, die für dieses Objekt quasi zur Verfügung stehen. Und hier ist jetzt mal ein Link angegeben, das ist der Delete-Link. Hier sieht man nochmal dieses Label, das wird Relation oder kurz auch Rel genannt. Da weiß man dann, okay, wenn hier ein Rel-Delete da ist, dann kann ich mit Hilfe von der Information, die hier noch mit dran ist, also dem eigentlichen Link, der href, und der Methode wirklich so einen Löschvorgang ausführen. Und es können natürlich noch mehr als ein Link da sein, deswegen ist es hier durch Punkte angezeigt, dass noch mehr drin sein kann. Das ist die Variante, die wir dann nach längerer Suche gewählt wurde. Und im nächsten würde ich mal ganz kurz so ein bisschen durch den Service durchgehen und eben Schritt für Schritt praktisch die einzelnen Aufrufe mal machen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück, dass wir das nochmal im Kopf haben. Also wir fangen hier mit der Einsprung-URL an. Und wenn Sie dann auf die Einsprung-URL einfach einen normalen GET-Request machen, kriegen Sie zwei Links. Der eine Link ist ein Rel-Stations und da steckt dann dahinter ein GET auf die Stations-Ressource. Der zweite Link ist ein Rel-Query mit einem GET auf die Weather-Resource. Und da hat man dann eben noch die Parameter Länge und Breite hinterher. Das heißt, hier weiß man, hier kann man die Koordinaten von dem Abfragepunkt eingeben und bekommt dann die entsprechende Meldung von den Wetterstationen in der Nähe dieses Punkts zurück. Im Weiteren würde ich jetzt mal hier oben zu der Liste von Stationen reingehen. Wenn Sie praktisch die Liste von Stationen holen, bekommen Sie zum einen die Liste der Stationen, die habe ich jetzt erstmal weggelassen hier. Das ist quasi die Payload, die man erwarten würde an der Stelle. Sie bekommen aber auch wieder Links,
Der erste Link ist ein Create-Link, rel create. Und für ein Create müssen Sie praktisch einen Post-Request an die Stations machen. Die Information steht damit dabei. Und hier ist auch zusätzlich noch ein Input-Schema enthalten. Das heißt, da wird dann noch übermittelt, wie muss denn der Post-Request inhaltlich aussehen. Das heißt, hier wissen Sie genau, wenn ich eine neue Station anlegen möchte, dann muss ich eben, das ist jetzt wieder dieses JSON-Schema, was wir da hatten, dieses JSON-Schema V4, wie man eben beschreibt, wie ein JSON-Objekt aussehen soll. Und so ein entsprechendes Objekt muss dann eben Name, Länge, Breite haben. Und damit kann man dann die neue Station einfach anlegen. Was ganz oft auch mit dabei ist, oder eigentlich immer bei Ressourcen, ist der sogenannte Self-Link. Das heißt, wie kann ich eigentlich an die Stelle zurück, an der ich gerade bin. Da sieht man, das ist einfach die Stationsliste. Und hier noch mit den Default-Paging-Werten Offset 0 und Limit 100. Wenn Sie dann weitergehen zu Stationen, ich habe es jetzt mal der Einfachheit halber wirklich mit dem Namen der Station hier geschrieben. In Wirklichkeit würde man dann eine ID nehmen. So eine Station hat dann wieder einen Self-Link, wo man wieder zur Station zurückkommt. Die Station hat aber auch einen Delete-Link, um die Station zu löschen mit einem HTTP-Delete auf der URL. Sie können die Station auch mit einer Abfrage, also die Abfragen, welche Daten an der Station vorliegen, mit einem GET auf die andere Ressource Weather mit dem Stationsnamen oder der ID. Und über diese Weather-Ressource können Sie auch über diesen Update-Rel als Post-Operation entsprechend neue Wetterdaten eingeben in das System. Und hier sieht man dann wieder das Input-Schema, das man hier braucht. Man hat einfach einen Wert, das ist einfach eine Zahl, also zum Beispiel 20 Grad. Und hier unten gibt es noch einen Typ und da steht dann drin, was denn für ein Messtyp drin ist, zum Beispiel Windgeschwindigkeit oder Temperatur. Das sind dann die Informationen, die man braucht, um diese Operation Update wirklich korrekt durchführen zu können. Hier unten sieht man dann auch mal, praktisch, dieser Typ ist eigentlich ein String-Typ, aber durch diese Enum-Klassifizierung wird klar gemacht, dass quasi nur bestimmte Werte von Strings erlaubt sind an der Stelle. Genau, das nächste wäre so ein bisschen einen Überblick zu zeigen. Also das war jetzt mal so die Theorie, wie man H2S wirklich machen würde als Client, den wir jetzt quasi also von Hand mal so durchgeklickt haben. Die Frage ist, wie realisiert man sowas in seiner Server-Software? Und da würde ich gerne so einen kleinen Überblick bieten über die Software, die schon aktuell verfügbar war. Da wir den REST-Service auch schon vorher in Jersey geschrieben haben, war natürlich der erste logische Schritt mal zu gucken, gibt es denn was Jersey erweitert, um sowas zu realisieren? Und da findet man in der Tat das Jersey Declarative Linking oder Hyperlinking. Und das sieht allerdings dann so aus, dass Sie Ihr Datenobjekt, das ist jetzt hier ein Datenobjekt, ein allgemeines, wo zum Beispiel auch eine Wetterstation drinstecken könnte, dass Sie das mit Annotationen versehen, die quasi die Links beschreiben, die von diesem Datenobjekt ausgehen. Und das sind Annotationen, die an einer Liste von Links gemacht werden. Das heißt, Jersey kümmert sich dann darum, dass, wie der Name hier schon sagt, Inject Links, die Links, die hier beschrieben werden, in diese Liste injiziert werden und dann eben entsprechend am Client auch verfügbar sind. Wie das Ganze hier funktioniert ist, dass man quasi für jeden Link so eine Inject Link-Annotation macht. Das kann eben mehr als eine sein hier drin. Da gibt man dann an welche Methode soll diese gehen, in welche Ressource, also auf Java-Ebene, in welche Ressource ist die Methode. Und um eben gewisse Einschränkungen zu erlauben, kann man hier auch Conditions angeben, die dann mit der sogenannten Expression Language geschrieben werden. Also das sind wirklich String-Ausdrücke, die da stehen, wo Sie dann auch auf das Objekt selber zugreifen können. Also Instance Offset würde dann auf diesen Offset-Wert zugreifen, um damit irgendwelche Bedingungen auszuwerten. Genau. Und hier sieht man dann auch, dass man die Werte anpassen kann für den Next-Link, das wäre die URL Next, dass dementsprechend der Offset erhöht wird und der Limit-Wert einfach übernommen wird von dem aktuellen. Das ist eine Variante, was man da schon sieht, das ist relativ umständlich. Man muss also zum einen hat man hier oben den Methodennamen als String, wenn jemand den Methodennamen ändert in der IDE, dann kann es sein, dass der Link einfach nicht mehr da ist, weil der String vergessen wurde anzupassen. Und es ist da eben ein bisschen schwierig, wollte man nicht so direkt machen. Hier nochmal das Fazit dazu, was ich gerade schon angefangen hatte. Also diese Methodenreferenz ist schwierig. Dann ist es so, dass Expressions
teilweise nur auf Inhalte von einem Response-Objekt zurückgreifen können und auf möglicherweise globale Objekte. Das Problem ist, dass dann die ganzen Berechtigungsinformationen auch irgendwie in dem Objekt drinstecken müssen, was man eigentlich nicht haben will, weil man möchte einfach eine Wetterstation ausliefern und nicht irgendwie die ganzen Informationen zusätzlich noch. Und das Testing ist auch nicht so einfach, weil man dazu wirklich die Ressource explizit mit dem Jersey Test Framework aufrufen muss. Man kann auf Unit-Test-Ebene da nicht so leicht einen Test schreiben. Die nächste Variante, die wir uns angeguckt haben, ist eher in der Spring-Welt. Es gibt für, wenn Sie Spring MVC-basierte Services bauen, gibt es ein Zusatzpaket, das heißt Spring Head OS. Das kommt schon ein bisschen näher, wo wir eigentlich hin wollten. Da kann man auch wirklich Links auf Methoden machen, die man in Java hinschreibt. Also das ist jetzt eine Zeile Java-Code, die man hier sieht. Und wenn man da von innen nach außen geht, ist es einfach so, dass man mit der Methode MethodOn PersonController Class quasi die PersonController, also die Ressourcenklasse PersonController zugänglich macht. Und der dieses Show dahin, und das ist wirklich ein Methodenaufruf auf dieser Klasse in Java mit einem Argument. Und man kann eben, wenn man daraus eben den Link baut, also diese LinkTo und MethodOn sind wirklich Funktionen, die Spring Head OS bringt, kann man dann eben zum Beispiel den Self-Link generieren, der dann hier in diesem Link abgespeichert wird. Das ist eine neue Variante. Was es da allerdings auch gibt, ist das Link auf Entities. Das ist so ähnlich, wie wir es vorhin hatten, dass man quasi den Link für die, also einen Linkbilder für eine Ressource baut, aber dann eben den Link an diese Daten, an die Entity praktisch bindet an der Stelle. Auch da wieder zum Fazit, die Methodenreferenz geschieht über einen Java-Proxy-Aufruf. Das ist eigentlich ganz schön, weil das quasi in der IDE auch als Java-Aufruf erkannt wird. Das heißt, das ist, wenn Sie refactoren, Methoden umbenennen, Parameter hinzufügen, dann ist das quasi transparent an der Stelle. Kleines Problem hier, dass der Proxy-Aufruf dafür sorgt, dass Sie Rückgabetypen brauchen, die nicht final sind, wie zum Beispiel ein String oder ein Integer. Da müsste man dann Objekte außenrum wickeln. Und da war dann auch die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt Ressourcen habe, die vielleicht durch Instanzrechte oder durch einen Hinweis, ich muss da eingeloggt sein, um darauf zugreifen zu können, wie wird diese Permission-Abfrage realisiert. Und da ist es wieder, ist es so, dass man hier an der Stelle wirklich eigene Logik schreiben muss. Als Fazit nochmal von diesem gesamten Einschub, was gibt es bereits am Markt? Haben wir gesehen, dass es eigentlich im Großen und Ganzen zwei Varianten gibt. Es gibt einmal eine Konfiguration vom Datenobjekt oder eine Konfiguration über die Ressourcenmethode. Eine Frage, die man sich dann auch oft gestellt hat beim Angucken, ist, wie ist eigentlich die Qualität des Schema-Generators, also nur das JSON-Schema von einem Java-Objekt zu erzeugen. Da hatten wir teilweise Schwierigkeiten, wenn es schon losgeht mit Listen von Objekten, also wenn Sie mit Generics arbeiten in Java, dass das nicht immer gut durchging. Großer Punkt, der extrem wichtig war, dass eben Permissions integrierbar sind, das heißt, dass Links nur erzeugt werden, wenn auch wirklich eine Erlaubnis da ist, auf eine Ressourcenmethode zuzugreifen. Das Ganze sollte eben auch dynamisch sein. Und wäre natürlich schön, wenn diese Unterstützung für Pfad- und Subressourcen da ist, das heißt, wenn die Links auf die Ressourcen korrekt generiert werden, mit allem, was dazugehört. Genau, und das ist dann schon die Motivation für die Eigenentwicklung. Um das nochmal zu präzisieren, also das wurde schon gesagt, zur Motivation für die Eigenentwicklung. Die Schemaerzeugung nach diesem Draft Version 4 von diesem JSON-Schema, da haben wir eigentlich kein Framework gefunden, was das leisten konnte im vollumfänglichen. Also es gibt diesen Jackson zum Beispiel, der hat eben nicht die V4, sondern die V3. Und diejenigen, die V4 unterstützen, unterstützen zum Beispiel Required nicht oder sowas. Und obendrauf kommt auch noch, dass wir dynamisch auch aus dem Schema Attribute rausschmeißen, falls derjenige, der gerade angemeldet hat, das Ganze nicht sehen darf. Und spätestens da verlässt man halt die Welt von Schemaerzeugung, von JSON-Schemaerzeugung, die es halt dort draußen gibt und muss halt anfangen, dort was Eigenes zu schreiben. Vielleicht mal ein bisschen Java-Code. Wie sieht das jetzt mit unserer Eigenentwicklung aus? Wir gucken uns erstmal das Ziel an. Das Ziel ist links. Dort hat man eine Station-Ressource, die ist unter diesem Pfad gemountet.
Das sind alles JAX-RS-Standard-Annotationen. Das heißt, die werden auch schon vom Framework benötigt, um die Ressourcen korrekt unter die URLs zu mounten. Dann haben wir hier das HTTP-Verb und mappen diesen Pfadparameter hier so, dass er in der Methode hier ankommt. Wie gesagt, alles Standard-Annotationen. Was jetzt nicht mehr Standard ist, ist, man muss halt irgendwie eine Authentifizierung machen. Ich habe mal unsere Authentifizierungsannotation hier rangeschrieben. Geht auch jegliche andere Authentifizierung. Hauptsache, es ist der Jersey-Standardweg, dass man am Ende einen authentifizierten Nutzer mit einem Security-Kontext irgendwie vorliegen hat. Dann schreibt man halt die Rollen per Annotation an die Methode. Das ist ja dieser Admin, den ich schon vorhin erwähnt hatte. Und kann dann auch noch selber Annotationen dran schreiben, zum Beispiel hier eben die Instanz-Permission, von der ich geredet habe. Also das heißt, man muss halt auf den Stations das Recht haben, ein Delete auszuführen. Das ist hier wieder was Eigenes geschrieben. Das Framework ermöglicht es, hier noch weitere Annotationen selber reinzuplacken, die dann ausgewertet werden können. Natürlich muss man bei solchen Annotationen hier tunlichst darauf achten, die auch auszuwerten, wenn das jemand aufruft. Also nur dadurch, dass der Link da ist, es muss natürlich sichergestellt werden, dass auch beim Aufruf hier dem Not Authorized Exception um die Ohren fliegt, wenn er das nicht darf. Und was halt auffällt, also hier im Java-Code haben wir jetzt hier nichts gemacht für diese Annotation. Man kann aber auch durchaus im Java-Code das Ganze noch erweitern. Muss dann aber darauf achten, dass beim Link erzeugen und hier in der Zielressource die Codestellen gleich sind. Ja, und das braucht man hier als Annotation natürlich, damit wir das dann per Reflection auslesen können und dann die Links entsprechend aufbauen. Wie sieht die Stelle aus, wo wir das aufrufen? Das ist dieses Get Stations, also wo man die Station zurückkriegt. Und unser Rückgabeobjekt ist ein Object with Schema, das ist ein Wrapper quasi um die Stationen drumherum. Dort ist die Station als Business Object drin und die Schema-Informationen halt getrennt. Der eigentliche Link wird dann hier unten erzeugt in eigenen Klassen, das haben wir gemacht, weil die Folie irgendwie plus 25 Zeilen hat. Das kommt auf der nächsten Folie jetzt. Wie sieht das eigentliche Link-Erzeugen aus? Man injectet sich diese Link-Meta-Factory, das kommt aus unserem Framework. Dort sind jetzt schon die ganzen Informationen mit reingereicht, wer ist das, welche Rollen hat der. Dort mache ich den Aufruf create for und diese Ressource, damit ich dann eben die entsprechenden Proxys richtig erzeugen kann. Und der eigentliche Link wird dann mit der Methode forCall erzeugt. Hier vorne ist der Name, so diese Rel, die wir vorhin gesehen haben. Und hier hinten wird ein Lambda auf die jeweilige Ressource übergeben. Das heißt, ich habe, wenn ich hier R. eingebe, auch Autovervollständigung in der IDE, ich kann eben gucken, welche Methode ist mein Ziel und muss nicht mehr mit irgendwelchen URLs oder sowas hier rumhantieren. Das heißt aber auch, wenn ich hier irgendwas an dem Delete Station zum Beispiel ändere, indem ich irgendwie Parameter, den Typ ändere oder das Ding umbenenne, unterstützt mich meine IDE dabei. Ich weiß sozusagen, dass aus dem Get, aus der Get-Ressource irgendwie eine Verbindung herrscht zur Delete-Ressource, was ich ja eigentlich als Java-Entwickler auch will. Ich möchte eigentlich nicht irgendwie mehrere Ressourcen irgendwie rumliegen haben, die überhaupt nicht miteinander verbunden sind und habe keinerlei Kontrolle dann mehr, außer mit einem String-Search oder sowas, bei Änderungen irgendwie eingreifen zu können. Die Rechte sind halt auch nur an der einen Stelle, wo sie halt deklarativ reingeschrieben sind. Und die Schemaerzeugung ist nach einheitlichem Vorgehen. Also wenn man ehrlich ist, hat man hier nichts von irgendwie einer Schemaerzeugung irgendwo gesehen. Ja, also das wird alles versteckt unter der Haube halt hiermit gemacht. Und man geht eben nicht her und tut irgendwelche JSON-Strings zusammenbasteln.
Vielleicht noch ein Wort zu Test. Wir haben vorhin gehört, Declarative Linking Links zu testen, müssen wir das Framework anwerfen. Also wir müssen wirklich irgendwie einen In-Memory-Container hochziehen, unsere REST-Schnittstelle dort rein deployen und dann von außen mit einem Jersey-Client die URLs aufrufen und gucken, ob dann die Links richtig rauskommen. Das ist hier natürlich nicht so. Ja? Wir haben hier irgendwie so ein Poto, das kann ich getrennt testen. Und was wir dringend empfehlen, ist, die Namen der Links zu testen. Ja? Weil das ist das, worauf ich mich mit meinem Client geeinigt habe. Das ist mein API. Und wenn natürlich irgendwas an dem Namen nicht mehr stimmt bei einem Release von so einer REST-Schnittstelle, dann ist die ganze API gebrochen. Ja, das ist das Einzige, wo man wirklich ganz genau testen muss, ob das mit dem Rest, mit dem Vertrag übereinstimmt. Das Fazit aus der ganzen Sache ist, dass man das HTTPS am Server eigentlich ziemlich einfach programmieren kann. Das waren 2 Zeilen Code und die Links waren da. Man will das eigentlich auch haben als Java-Entwickler, weil die Übersicht dadurch massiv erleichtert wird. Im Frontend haben wir kaum noch Logik, sondern nur noch Darstellung. Natürlich hat man die eine Logik, ist der Link da, dann mach irgendwas. Aber das ist immer die gleiche, die kann man schön standardisieren. Und die API ist selbsterklärend und leicht zu erkunden. Mit einer kleinen Einschränkung, zu der ich jetzt noch kommen will. Man muss natürlich, wenn man jetzt die Station-Ressource aufruft und nicht als Admin angemeldet ist, dann sieht man natürlich die Delete-Links nicht. Ja, also man muss eigentlich, wenn man den Live-Betrieb erkunden will, jemanden haben, der alle Rechte hat, der alles sehen darf. Und das wollen wir in unser Framework noch mit einbauen, dass man einen bestimmten Dokumentationsmodus einstellen kann, wo dann für eine Station-Ressource trotzdem alle Links kommen, dass man das einem Frontend-Entwickler in die Hand drücken kann und sagen, macht mal dazu eine Seite. Die Links, die dort stehen, da sollten Buttons raus oder andere Links. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Er weiß durch die Schemata, wie die JSON-Objekte aussehen. Und er weiß durch das Vorhandensein des Links, dass man irgendwann, also irgendeiner, dann das machen kann. Und wenn wir das fertig haben, dann wollen wir endlich mal eine finale Version gehen. Wir sind zurzeit bei Version 0.15, weil eben genau dieser Dokumentationsmodus noch fehlt. Wer mitarbeiten möchte, ist sehr willkommen. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Und genau, dort kann man das finden. Das steht auch auf der Website im Abstract. Und für das Benutzen sind wir auch auf Maven. Das ganze Beispielprojekt, was wir hier vorgestellt haben, findet man unter dieser URL bei TNG. Genau. Und das war's. Sie sagen, wenn Sie Reflection hören, dann ist das immer so ein bisschen, denken wir, dass es Performance-Probleme gibt. Da ist es so, dass wir also angefangen haben, auch so ein bisschen Caching einzubauen. Und es geht ja da im Prinzip nur um das Proxy-Bauen und wie das dann ausgewertet wird. Wir haben auch schon angefangen, Performance-Tests ins Projekt einzubauen. Und ich muss mal gucken, ich weiß nicht, aus dem Kopf ist man da aber schon so bei 50.000 Links die Sekunde im Moment. Und das ist jetzt bei uns im Projekt noch relativ entspannt. Es kann natürlich schon sein, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendwie eine Liste von 100 Adressen, jede Adresse hat 3, 4, 5, 6, 7 Links, dann muss man da schon aufpassen, was man tut. Aber im Moment ist es noch, also für unsere Zwecke ist es noch okay. Wie viel Overhead habe ich im Endeffekt, wenn ich jetzt mir so eine Liste geben lasse und jedes Mal kommt Bits, im Endeffekt, das sind die Methoden, die das Ding unterstützen?
einem Server, wir unterstützen jetzt halt dieses Schema und wenn sich was ändert, mein Gott, dann sag Bescheid, also dann ändert deinen Tag und dann frage ich nochmal nach. Ist es dann nicht auch ein riesen Overhead, wenn ich also mehr Overhead als Payload bekomme? Wenn Sie die Clients unter Kontrolle haben, dann geht das alles gut, aber ansonsten könnten Sie ziemlich schnell in das Beispiel reinlaufen. Achso, die Frage war, könnte man sich nicht mit dem Server auf ein Schema einigen und wenn das Schema geändert wird, dass der Server dann Bescheid gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau, also wie gesagt, wenn Sie Ihren Client unter Kontrolle haben und sich jeder dran hält, dann mag das gehen. Wenn Sie aber irgendwelche Clients halt haben, die sich nicht dran halten und die von wichtigen Kunden betrieben werden, dann sind Sie da wirklich in der Falle, weil Sie den alten Kunden halt noch unterstützen wollen, aber eigentlich schon neue Versionen davon rausgeben wollen. Und eben um das zu verhindern, um zu sagen, das ist sozusagen das Paradigma, nach dem wir arbeiten. Und wenn man sich nicht dran hält, dann hat man halt Pech gehabt. Also der Client kann auch sich die URLs abspeichern und an die URLs gehen, aber der Server garantiert halt nicht, dass die morgen noch gültig sind. Also um sich eben nicht von seinen Clients diktieren zu lassen, sozusagen, wie die Serverentwicklung vorangehen soll, das ist der Hauptgrund, weswegen man das eigentlich nicht macht. Und so groß ist der Overhead auch nicht, wenn man halt geht, wenn man die Antworten halt mit GZIP halt durch die Gegend checkt, dann ist das eigentlich zu vernachlässigen. Und da gibt es sicher auch noch Raum für Verbesserungen. Also wenn man sich vorstellt, meine Liste mit 100 Adressen und man schickt dann bei jeder Adresse noch das Schema der einzelnen Adresse mit, das könnte man natürlich vor die Klammer ziehen, aber das ist einfach noch, also da können Sie gerade einen Pull-Request machen und dann kann man das einbauen. Zwei Fragen, eine direkt dazu. Man kennt ja Standards für Lebenszeit mitzugeben, wie lange das Objekt gültig ist. Und das könnte man hier ja eigentlich auch machen. Weil der Server weiß ja, wann sich seine API ändern wird, größtens. Ja. Also man kann das sogar noch weiterspinnen, dass man sagt, der Client schickt halt bei jedem Request also nochmal vielleicht die Frage zu wiederholen, der Server könnte Bescheid geben, wann sich das Schema ändert. Ja. Die andere Herangehensweise da wäre, dass der Client quasi immer mitgibt, welches Schema er jetzt gerade noch verwendet und am Server halt so eine Art Multiplexing halt gemacht wird genau, das wäre durchaus möglich und würde auch durchaus Sinn machen da an der Stelle. Wir brauchen es momentan noch nicht, deswegen ist es noch nicht in dem Plugin, aber es ist durchaus denkbar, damit kann man auch Versionierung halt sehr, sehr gut machen, dass die dann halt nicht mehr in den URLs stehen, diese komischen V1.0-Dinger, sondern die URLs stabil bleiben und der Client immer mitschickt, welches Schema er jetzt verstanden haben möchte. Der Server kann dann natürlich auch sagen, das ist zu alt, das verstehe ich nicht mehr. Aber wenn er es noch irgendwie versteht, dann auf die richtigen Ressourcen dann halt umleiten und die Anfrage so behandeln, als würde es die andere Version überhaupt nicht geben. Dann hätte ich noch eine eigentliche Frage. Dieser Self-URL, der hat so Parameter. Was? Ja, gehintet, sage ich jetzt mal. Gibt es da einen Standard, dass der noch mehr mitgeben könnte, welche Parameter er akzeptiert und welche Sie mitgegeben haben? Also da ist es so, dass wir, also Sie meinen, dass Sie, ich versuche es nochmal, die Self-URL, das gilt auch generell für alle Links, dass man quasi Parameter, also als Template-Parameter mit in die URL reinbekommt. Also wenn man jetzt einen Pfad-Parameter hat, dass der Parameter im Pfad drin steht oder bei einer Option, dass das dann hinten dran steht. Das sieht man jetzt hier unten bei den Stations und Offset ist 0. Limit 100, das sind in dem Fall die Default-Werte. Also es gibt auch so eine Default-Value-Annotation, die dann in dem Argument von der Methode drin steht und die erscheinen dann an der Stelle. Man kann die aber auch explizit angeben. Jetzt muss ich mal, haben wir Code? Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie machen den Aufruf. Da sind wir gleich. Genau da. Also das ist ein bisschen der Witz an der Stelle. Also das ist jetzt der Self-Link für die Station. Und da übergeben wir ja, weil wir die ID haben, die geht hier oben rein, genau die ID. Und deswegen steht in dem Link
explizit die eine UUID oder der eine String drin. Sie können aber an der Stelle auch null hinschreiben. Dann wäre das erstmal nur so eine Art Template-Parameter. Das haben wir jetzt noch nicht umgesetzt im Moment, aber da würden wir vielleicht mal hinkommen, möglicherweise. Und so können Sie quasi auch gezielt zum Beispiel auch drei Parameter von so einem Aufruf setzen und die anderen nicht. Und dann haben Sie halt so eine Mischung aus gesetzte Parameter, die fest sind, was beim Self-Link Sinn macht, und anderen, die frei sind, zum Beispiel Offset und Limit oder so. Da drüben war, glaube ich, auch eine Frage. Sonst gerne nochmal. Wenn ich das auf den NoSQL-Datenbank draufsetze, die ein differenziertes Rechte-Konzept hat, dann kann ich eigentlich weitgehend automatisieren, was vom Server zurückgegeben wird, und die nicht viel gut schreiben. Also das Einzige, also die Frage war, wenn ich das auf eine NoSQL-Datenbank mit einem differenzierten Rechte-Management aufsetze, ob ich das weitestgehend weitergeben kann. Er hat ja gesagt, hier die Authentifizierung, warten Sie kurz, noch an der Stelle. Also Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, Sie binden das Rechte-Management an diese Jersey-Standard an. Das ist letztendlich irgendwie, Sie sind authentifiziert und können gefragt werden, hat er die Rolle? Und die Rolle ist das, was hier dran steht. Ja, also das können Sie machen oder halt sowas wie hier eine komplett eigene Autorisierungsannotation zu schreiben und einfach in den Schema-Generator einzuplacken, das sind zwei Zeilen Code. Also Jersey nimmt dann diese Annotation her, die Annotation ist an einen Filter gebunden und der Filter springt dann genau an dieser Stelle an, wenn er weiß, dass er hier die Remove Station aufrufen will. Kurz vorher macht er halt den Filter noch und dann können Sie halt auch dort das komplett selber machen. Vielleicht gibt es sogar schon Plugins dafür, die genau das dann für Ihr NoSQL-System machen. Also die Plugin, also es gibt sehr viele Plugins, weil das halt die JAX-RS-Standard-Implementierung ist, Jersey. Und deswegen könnte man da auch erstmal nachschauen. Aber falls das nicht ist, kann man die auch relativ leicht dann selber schreiben. Also Sie können sich da auch wirklich ist ja so ein Plugin-Mechanismus, Sie melden einfach also Ihre eigene Sicherheitslogik an und dann können Sie da machen, was Sie wollen eigentlich.